25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und die totgeglaubten Geister des Kalten Krieges kehren zurück. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Heute zeigen sich auch bei uns die bösen Geister der Vergangenheit in neuem Gewand. Manchmal, wenn wir in diese Zeit schauen, haben wir den Eindruck, dass das Böse noch vorhanden ist, das Böse das Gleiche ist. Es wird jetzt nicht geraucht während dieser Maßnahme. Es wird jetzt nicht geraucht. Es wird jetzt nicht geraucht. Es wird jetzt nicht geraucht. So, Sie beruhigen sich jetzt wieder, sonst kriegen Sie Handfesseln angelegt. Setzen Sie sich hin, sonst werden wir Zwang anwenden. Haben Sie das verstanden? Nein, wir sind nicht behindert. Sie setzen sich jetzt hin, bleiben ruhig, sonst werden wir Zwang anwenden. Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Ihr Zusammentreffen stellt eine Straftat nach der Einwanderungsmaßnahmenverordnung des Infektionsschutzgesetzes dar. Da in der mehrfachen Aufforderung, sich nach Hause zu begeben, nicht nachgekommen sind, wird die Polizei ihre Identität feststellen und Strafanzeigen fertigen. Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern in Bayern für ihr Verständnis und für ihre Unterstützung. Nur zusammen können wir diese aktuelle Krise meistern. Bitte bleiben Sie gesund. Bitte? Nee, wir sind von der Polizei. Wir sind von der Polizei und wir haben eine Straftat im Anfangsverdacht. Eine Straftat im Anfangsverdacht. Und deshalb müssen wir handeln. Grundsätzlich gelten folgende Regelungen. Bleiben Sie, wenn möglich, daheim. Reduzieren Sie Ihre Kontakte zu Personen, die nicht in Ihrem eigenen Hausstand leben, auf das absolut Nötigste. Halten Sie einen Mindestabstand zwischen zwei Personen von mindestens 1,5 Meter ein. Beachten Sie die wichtigen Hygieneregeln. Bei so viel Kontrollverlust braucht es Verstärkung. Sicherheitshalber mit Schutzmaske. Guten Tag! Wenn Sie aus Hamburg eingereist sind, dürfen Sie da leider heute nicht runter. Wir wollen sofort laufen. Dass man eben nicht nach draußen geht, um sich in den Park zu legen und zu sonnen. Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind! Weil ich denke, dass wir für unsere Grundwerte, Grundrechte und für das Grundgesetz eintreten sollten, was im Moment ja ausgehebelt wird. Das ist natürlich dumm! Manchmal, wenn wir in diese Zeit schauen, haben wir den Eindruck, dass das Böse noch vorhanden ist, das Böse das Gleiche ist. Sie sahen eine Ansprache des Bundespräsidenten. Bitte bleiben Sie gesund.